Die Waldbrände sind noch nicht besiegt. Im Norden Portugals mussten mehrere hundert Feuerwehrleute wieder zurück an die Feuerfronten gebracht werden. Die Brände haben sich nach Behördenangaben zum Teil wieder entflammt und sorgen daher von neuem für Gefahr. Ein Anwohner in Gondomar sagt: Wir haben Wasser um die Häuser herum gesprüht. Dann hat der Wind seine Richtung geändert und das war schon sehr beeindruckend. Ich kannte so etwas bisher nicht. Die trockenen Bäume explodierten geradezu. Einer direkt neben dem Haus. Ich konnte gerade noch fliehen. Diese Hitze ist absolut fürchterlich. Laut Behörden bleibt die Waldbrandgefahr hier im Norden Portugals weiterhin extrem hoch. Hinzu kommt laut Medienberichten, dass die Polizei gegen mehrere mutmaßliche Brandstifter ermittelt.